Heute zeige ich euch einen zauberhaften Ort, über den ich trotz umfangreicher Recherche keinerlei Informationen erhalten konnte. Inmitten eines verschlafenen Dorfes, vom Zahn der Zeit gezeichneten Fachwerkhäusern, ragt ein kleines altes Haus mit Verkaufsraum wie ein vergessenes Relikt aus längst vergangenen Tagen empor. Die Ziegelmauern, einst stolz satt rot, sind nun von Moos und Efeu überwuchert. In einer Art Schuppen entdeckte ich ein blaues Gefährt, der das Herz jeden Nostalgikers höher schlagen lässt. Ein Rechtslenker. Leider konnte auch ein Blick ins Innere keine Hinweise über Baujahr oder Fahrzeugtyp preisgeben. Das sollte im Haus so weitergehen. Schon beim Betreten des ersten Raumes wurde mir klar, dass das, was sich mir da bietet, etwas Besonderes ist und was man nicht so oft zu sehen bekommt. Wie aus der Zeit gefallen, bestaune ich die etwa 100 Jahre alten Möbelstücke im Erdgeschoss. Da das Haus nicht groß ist, erreiche ich schnell den lichtdurchfluteten antiken Verkaufsraum. Staubkörner tanzen in den Sonnenstrahlen, die sich durch die Lamellen ihren Weg ins Innere verschaffen. Die gut erhaltenen und schön gemusterten Kacheln an der Wand und die einzige Kühlung in den noch vorhandenen Schränken lassen vermuten, dass sich hierbei um eine Metzgerei handelt. Staub und Spinnenweben haben sich auf den Regalen niedergelassen, wo einst frisches Fleisch und Wurstwaren präsentiert wurden. Abgewandt von diesem wunderbaren Raum gehe ich die dunkle Holztreppe nach oben. Auch hier finde ich alte Schränke, Betten und Stühle, die trotz ihren Alters noch einigermaßen in Schuss sind und noch auf ihren einst dafür vorgesehenen Plätzen in den Räumen stehen. Beeindruckt von diesem Anblick schieße ich mit Respekt meine Bilder und ziehe mich wieder zurück. Es grenzt für mich nahezu an ein Wunder, dass dieser Ort über diesen langen Zeitraum bis jetzt von jeglichem Vandalismus verschont wurde. Hoffentlich bleibt das auch noch lange so. Die Metzgerei,
einst das Herzstück der Gemeinde, ist nur noch ein stummes Zeugnis der Vergänglichkeit. Ihre Geschichte ist in Vergessenheit geraten und die Erinnerungen an die aromatischen Düfte von frischem Fleisch und dem lebhaften Gesprächen der Kunden sind längst verblasst. Ein Ort, der einst Leben und Freude versprühte, liegt nun verlassen und allein im Schatten der Zeit.